Wie erreichen Profifußballer ihre Höchstleistung? Was hat die Trainingsplanung damit zu tun? Und wie kann man seinen Körper zusätzlich unterstützen? Diese Fragen beantworten wir in der letzten Folge unserer Videoreihe. Fußballtraining, die Arbeit mit Ball auf dem Platz. Der Hauptbestandteil der Trainingswoche eines Profifußballers. Doch wie ist so eine Standardwoche während der Saison aufgebaut und worauf muss geachtet werden? Ja, es findet jeden Morgen vor dem Training immer so eine Besprechung statt, wo die Mediziner dort sitzen und die Athletiktrainer. Und da geht es natürlich darum, wir machen Abfragen, wie sie sich gefühlt haben mit der athletischen Abteilung, wie sie geschlafen haben. Und diese Ergebnisse nehmen dann auch Einfluss auf die Trainingseinheit. Das heißt, wenn alle müde sind, macht es natürlich keinen Sinn, da oben raufzuhauen. Sondern achten wir auch darauf, dass wir das Training entsprechend von der Belastung auch so gestalten können, dass wir ja, sie nicht übertrainieren, aber auch nicht zu wenig machen. Und dann starten wir in die Woche am Dienstag. Das ist meistens so eine technische Einheit, wo wir viele Passübungen machen, wo es um technische Aspekte geht. Der zweite Tag dann in der Woche ist schon ein bisschen intensiver, meistens viele Spielformen, wo es ein bisschen zur Sache geht. Und der dritte Tag ist meistens wirklich so, wo wir ein Turnier haben, wo die Intensität maximal hoch ist, wo wir wirklich den ja, so einen Peak in der Woche haben, wo es halt richtig zur Sache geht. Ja, und dann geht es Richtung Wochenende schon, dass wir diese Frische wieder reinbekommen. Das heißt, Belastung ist ein bisschen weniger. Wir achten darauf, dass die Jungs wirklich dann maximal frisch wieder in dieses neue Spiel halt auch reingehen. Zu einer kompletten Trainingswoche gehört nicht nur die Arbeit auf dem Platz, sondern auch regenerative Einheiten, physiotherapeutische Behandlung und zum Beispiel individuelles Krafttraining. Also man darf jetzt nicht denken, man kann über Nahrung, über Mittelchen, die ich nehme, über den Physiotherapeuten, der vielleicht nochmal seine magischen Hände, alles das ist natürlich auch wichtig, aber am besten bereite ich natürlich meinen Körper auf die folgende Belastung durch Training vor. Stimmt diese Trainingsbasis aus Ausdauer, Kraft und regenerativen Einheiten, dann beginnt der nächste Schritt. Wie gehe ich geistig an diese Performance, die ich jetzt leisten möchte? Spiel fängt in 90 Minuten an. Also was mache ich da? Habe ich davor rechtzeitig 3,5 Stunden davor gegessen und so weiter? Wie sind meine Abläufe? Wie ist mein eigener Warm-up? Es gibt welche, die brauchen richtig viel, die anderen brauchen wieder ein bisschen weniger. Dann gibt es so sogenannte Movement Preps. Also es gibt quasi Übungen, in denen oder mit denen ich meinen Körper auf die Bewegungen, vielleicht auf die ja auch Bewegungen, die im am Ende der Möglichkeit sind, ich habe ein Sprintduell, muss dann quasi abstoppen und rüber. Also da kann ich meinen Körper auch darauf vorbereiten. Und dann natürlich auch, was nehme ich sonst noch zu mir, sprich, welche Nahrungsergänzungsmittel ja, nehme ich für mich ein und was hilft mir da? Da sind Kohlenhydrate ein wichtiges Thema. Aber Vorsicht, nicht zu viel und auch nicht zu viel der gleichen Sorte Kohlenhydrate. Ein schneller Zuckerlieferant bietet nur ein kurzes Hoch. Viel wichtiger ist eine Quelle, die die Kohlenhydrate nur nach und nach freigibt. Also dem Sportler über einen längeren Zeitraum Energie liefert. Man muss da wirklich individuell arbeiten und jeder muss so ein bisschen das auch. Die machen ja auch nicht seit gestern erst den Sport, also jeder muss da so über die Jahre auch ein bisschen schauen, was ist gut für mich. Wir beraten da, wir bieten an und die Jungs müssen dann das so ein bisschen ausprobieren und auch schauen, was ist für mich so die optimale Vorbereitung. Also ich glaube, dass es wichtig ist für das Wochenende, für das Spiel, dass alle auch an die Belastungsgrenzen gehen, weil wenn ich das im Training oder in der Trainingswoche nicht trainiere, kann ich auch am Wochenende nicht erwarten, dass sie da reingehen. Anders ist es sicherlich bei so einen englischen Wochen, beziehungsweise wenn die Belastung hoch ist in Form von Spielen, dann sieht es sicherlich ein bisschen anders aus, dann können wir nicht diesen Peak so extrem setzen, wie wir es sonst machen. Aber sonst erwarten wir von den Spielern natürlich, dass sie im Training auch alles raushauen, um dann auch bestmöglich für das Wochenende vorbereitet zu sein. Denn nur was in den 90 Minuten Spielzeit an Leistung abgerufen werden kann, zählt im Ergebnis Sportfußball. Während der Körper auf Hochtouren läuft, verbraucht er Energie und verliert Flüssigkeit, mit der auch Elektrolyte verloren gehen. Gezieltes Nachtanken während der Belastung ist also essentiell, um auch in der vierten Minute der Nachspielzeit noch Power zu haben.